Hallo, ihr Lieben. Ich habe eine Produktempfehlung. Und zwar geht es um diese beiden Produkte. Die habe ich, also ich habe mich ganz normal geschminkt und dann habe ich gedacht, probierst du die mal aus in Kombination und das Ergebnis war Bombe. Und das wollte ich euch gerne mal zeigen. Das ist einmal der Avon Lash Supreme Volume Primer. Und das ist quasi ein Primer für die Wimpern. Ja, das trägt man dann vorher auf, lässt es so ein bisschen antrocknen und dann geht man mit der Mascara drüber. Und ich habe speziell diese Mascara ausgesucht, weil das Ergebnis, wow, also es war wirklich richtig toll im Vergleich zu anderen Mascaras. Das ist die Euphoric Featherlight False Lash Mascara. So, ich habe ja, wie ihr seht, schon mein Augen-Make-up gemacht und dann werde ich jetzt mit dem Primer die Augen primen und zeige euch vorher allerdings das Bürstchen des Primers. Das ist so ein weißes Produkt und ja, das trägt man dann jetzt einfach auf die Wimpern auf. Ganz normal wie eine Mascara. Dann das andere Auge. Und das lassen wir jetzt antrocknen. Und dann gehe ich jetzt mit der Euphoric Featherless Mascara ran. Das Bürstchen ist ziemlich dick, aber ich finde trotzdem lässt sich die Mascara sehr gut auftragen ohne großartige Patzer. Und wie man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber sie bekommt einen richtig tollen Schwung nach oben. Ganz toll. Wirklich. Wow. Schaut euch mal die Länge an. Mensch. Als ich die aufgetragen habe gestern, völlig unvoreingenommen einfach aufgetragen, um sie auszuprobieren, war ich geflasht. Wirklich. Ja, ich denke, bei Leuten, die keine so starken Schlupflider haben wie ich, oder die vielleicht ein bisschen mehr Wimpern haben als ich, ich habe ziemlich wenig Wimpern, kommt das noch mal richtig voll zur Geltung. So, das andere Auge. Sehr schön, wirklich. Gefällt mir. Sehr gut. ja, also der Vorteil ist einfach, dass man, wie soll ich sagen, dieser Schwung, ja, also nachdem man den Primer aufgetragen hat und dann die Mascara aufträgt, dann merkt man schon, wie dieser Schwung reinkommt und dieser Schwung bleibt auch. Ich weiß jetzt nicht, ob der lange bleibt, wie lange er bleibt, aber so für den Anfang wirklich ganz, ganz toll. Ja, also ich wollte euch nur diesen Tipp geben, wenn ihr noch nach einer guten Mascara sucht, die Länge zaubert, aber die Wimpern auch nicht allzu viel verklumpt, so ein bisschen Volumen dabei, kann ich euch diese Kombination empfehlen. Ja, also diesen Primer und dann diese Euphoric Featherless Mascara. Die Euphoric gibt es auch in einer einfachen Version. Die nennt sich einfach auch Euphoric Mascara. Das ist das Vorgängermodell oder ist eigentlich immer noch aktuell. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Bürstchen, mal gucken, was ist der Unterschied?
Das ist etwas dicker. Die Featherless Mascara ist etwas dicker. Und das Bürstchen hat etwas längere Borsten und hat etwas kürzere Borsten. Ja, ich denke mal, das wird der Unterschied sein. Mal gucken, dass ich auch die richtige Bürste hier reinpacke. Genau. Also meine Empfehlung. Die beiden. Total. Also das sind jetzt absolut meine. Ich glaube, ich hole mir noch einen im Backup von diesem Primer. Und die sind auch aktuell im Angebot. Da werde ich mich, glaube ich, sehr gut eindecken. Ich weiß nicht, wie lange die noch drinne bleibt. Bei Avon ist es ja so, dass manche Produkte auch ziemlich schnell aus dem Sortiment raus sind. Jo, das war mein Tipp also. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.